schaffe ich bei der Panzerkiste in V-Play die ersten 5 Level ohne Schaden zu nehmen. Wir starten mit der ersten Mission. Ich spiele mit diesem Panzer hier und muss diesen Panzer da hinten besiegen. Der Panzer dort drüben kann aber noch gar nicht fahren, deswegen ist der ein ziemlich leichtes Ziel. In der zweiten Mission haben wir auch wieder einen feinen Panzer, aber der kann sich dieses Mal bewegen. Meine Schüsse können auch von Wänden abprallen und so werde ich ihn bestimmt irgendwie treffen. Sehr gut. Und jetzt in Mission 3 haben wir aber schon 3 Feinpanzer. Ich versuche erstmal den da oben zu besiegen, der da gleich angefahren kommt. Ich kann auch noch Minen legen und damit zum Beispiel die Wand hier aufmachen oder auch den Panzer da hinten gleich treffen. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Panzer und der kann wieder nicht wegfahren. Tut mir leid. Mission 4 und jetzt haben wir schon 4 Feinpanzer. Hier ist alles offen bei dieser Stage, deswegen schieße ich einfach mal wie wild durch die Gegend. Und gleich mal 2 Treffer und noch ein Treffer. Oh mein Gott, Speedrun. Sehr gut. Okay, und letzte Mission. Wir haben zwar nur 2 Feinpanzer, aber dafür sind es diese grünen hier. Und die können mit Raketen schießen. Oh Gott. Okay, den ersten habe ich getroffen. Der Vorteil ist aber, dass meine Schüsse von Wänden abprallen können und seine nicht. Und dadurch habe ich ihn treffen können. Yeah!